Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die Mission 4 von der orientalischen Kampagne gestartet. Und ja, wir sollen immer noch ein Wunder auf der Mongolenfestung bauen, nachdem sie natürlich weg ist, ne? Falsche Richtung, Noob. Ja, und ihr habt gerade richtig eingeschaltet. Weil jetzt beginnt erstmal Dauerfeuer auf. Die verdammte Festung. Hi, na, Dusch. Jetzt gibt's eins auf der Fresse. So, schwierig jetzt. Jetzt sagen wir, ballern erstmal das Ding hier zu, falls ich das schaffe. So, und jetzt ist weiter auf das Ding. Boah. So, dann baue ich da eine riesige Zitadelle auf, die alles zerstören wird. Bams. Genau so. Sehr schön. Okay, das war auch gut. Ist schwierig, soll ich erst die Würmer alle platt machen oder die Festung hier zerstören? Verdammt, jetzt bräuchte ich mein Dingens hier, mein Rhinoceros. Hätte ich das schön rein rennen können. Da, jetzt habt ihr keinen Hotseats mehr. Eieiei. Hoffentlich sind die alle alle tot, wenn ich die Festung erledige, ne? So, sonst auch immer so, ne? Nein, nicht auf Ping-Pong. Ah, Noob. Stimmt, ich habe den gerade benutzt. Der ist jetzt voll sicher. Was wollt ihr denn? Guckt euch das Ding an, er kriegt ja nie platt, ey. So, jetzt kann ich glaube ich nichts bauen, ne? Doch, da kann ich was bauen. Ach ja, die Zitadelle, die habe ich nicht gebaut. Duff! Heiner. So, wie viel Schaden richten denn einige Sachen hier an? Boah, wer das trifft mich. Ich treffe die gar nicht. Verdammt. Ist das denn? Alter. Ich treffe doch gar nichts damit. Ja, kann ich wieder hier drauf zurückgreifen, glaube ich. Boah, wo ist ja alles echt? Ich komme gar nicht mehr klar. So, ich mach mal euch erstmal platt. Ach man. Ja, das Ding werdet ihr nicht abreißen können, wahrscheinlich. Verdammt, ich komme gar nicht dazu, die Affenbande und also was einzusetzen. Das ist alles zu nah, glaube ich. Ich sollte mal einfach leichter einsetzen. Boah, Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, ihr hört man nicht in der Aufnahme. Und wenn, ist auch egal. Ich kann nicht irgendwie, keine Ahnung, Natur da draußen abstellen. Ich kann aus dem Fenster gucken und so wütend mit der Faust schütteln. So, ey! Ach, du triffst da sowieso nicht. Jetzt auf Ping-Pong los, ne? Er trifft den da sowieso nicht. Da sag ich doch. Geh lieber auf die Zitadelle los, genau. Da versammle ich jetzt all meine Würmer und dann mache ich euch alle platt. Wo bin ich denn hier? Ach da. So, auf die Gefahr hin, dass ich überhaupt nichts treffen werde, setze ich meine Affenbande oder irgendwie sowas ein. Na. Ja, das wird knapp. Muss man ja auch mal sehen. Ich setze das mal hier ein. Was zum Teufel? Was zum Teufel?
Das hat man eiskalt die Festung hier zerstört. Guckt euch da an. Boah. Das hat man eiskalt die gesamte Festung hier weggehauen. Boah. Und die natürlich auch alle. Was zum Teufel war das für ein Schaden? Er hat mal locker irgendwie 700, 800, glaube ich, abgezogen. So viel hat er das Ding doch noch, ne? Ja, jetzt kommen die ganzen Todesanimationen von denen. Alter! Das war mal krass. So, wo war jetzt die Mongolen? Da war die, ne? Also, das ist eine gute Frage. Hier war die, ne? Was? Nein! Wir stehen am falschen Ort. Boah, ey, jetzt wegen so ein Scheiß. Oh, leck mich am Arsch. Das lief wunderbar. Wunderbar lief das. Und dann tue ich ja am falschen Ort hinpacken. Ey, das ist doch so. Oh. Wo war die denn? War die von dem grünen Ding oder was? Boah, willst du mich verarschen? Boah, die war echt davor, ey. Ja, okay, dann schneide ich euch wahrscheinlich, wenn ich da wieder bin. Super. Ja, dann bis gleich. Tja, den werdet ihr nie im Leben treffen. Ja, hi. Wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Und lass mich hier durch. Meine Strategie sah ein bisschen anders aus in dem Kampf. Erstmal habe ich jemanden hier so hinfliegen lassen. Der ist dann da oben gelandet, auf der Tor. Der hat natürlich das ganze Feuer auf sich gezogen und ja. Dann habe ich den irgendwann darunter versteckt, weil da kann man irgendwie runter und die versuchen jetzt verzweifelt ihn zu treffen und schaffen es nicht. So. Versuchen wir das mal wieder. Ich hoffe, ich treffe das Teil. Sehr gut. Wie die Festung lebt. Die Festung lebt noch. Was zum Teufel? Boah, jetzt kann ich ja. Super. Ich habe zwar riesigen Schaden angerichtet, aber. Boah, jetzt kann ich die Festung noch mal platt machen. Okay, jetzt weiß ich noch mal gestorben, das ist auch gut. Ja, das ist doof, ey. Ich hätte gern wieder alle pulverisiert. 404, verdammt. Für die Ehre. Ja, die anderen schaffe ich nicht. Mit meinen kleinen Dingern hier. Kacke. Okay, da kann der wenigstens nicht mehr bauen. Na gut, dann fühlt sich der Partner ein bisschen ans Wert. Wieder ein bisschen kurz gewesen, glaube ich, ne? Ja, die sind ja verzweifelt, die wissen nicht, was sie machen sollen, ne? Well, damn. Verdammt, warum ist denn das Ding nicht wieder weggeflogen? Sie hat ein garantierter Kill für alles im Umkreis, oder was? Wie, du kannst da lang noch bauen? Was ist das denn? Versuchen sie wieder auf Ping-Pong loszugehen wahrscheinlich. Okay, das ist ja eigentlich auch schon erledigt. Ich muss nur den Turm hier wegballern. Ja, die kriegen die nicht. Deshalb ist drunter unbesiegbar. Das ist so geil. Ja, Wurmwechsel natürlich. So, die Affenmann, die bringt wahrscheinlich nichts, weil ich nicht treffen kann. Ich muss mal den Turm da weghauen, wenn es geht. Wahrscheinlich treffe ich den nicht, ne? Ne. Ich könnte so versuchen. Komm schon.
Nein! Oh! So ein Dreck. Na egal, ich meine, jetzt hat er ein bisschen kaputt gehauen. Oh, Dreck! Mich das Kackding ja auch noch weghauen, ey. Die bauen natürlich wieder, obwohl das gar nichts bringt, weil gleich alles weg ist. Alles. Ah, auch der. Dreck. Warum hätte nicht alles wieder mit dem Trebuchet weggeballert werden können? So, wieder auf Ping-Pong. Sieht so aus, ja. Ja. Wie kriegen den nicht? Der ist unbesiegbar darunter. Oh, wenn ich Murmwechsel mache, dann kommt jemand anders nicht mehr dran, dann kommt er wieder. So, dann präsen wir das Ding mit dem Ding weg. So, und du. Zack. Ha. Ja, jetzt haben sie nur noch ihre Festung. Die sind jetzt dran. So, ich weiß schon, was ich als nächstes baue. Ja, Kacke, da hatte ich ausgerechnet Wunder an der falschen Stelle. Da macht der schon eiskalt hier. Ne, geht nicht mehr. Boah, jetzt bauen die wieder neue Sachen. Wieso baut ihr die eigentlich? Ey? Die benutzen die doch noch nicht mal, Mann. Auf damit, Mann. So, Ping-Pong. Nee. Irgendjemand anders. Ja. Versuch mal das Ding wegzuhauen, ja. Boah. Bald kann ich dich benutzen, bald sind die Gegner hier weg. Nein, ich habe nur. Boah. Mal, wie soll ich denn das dann treffen, ey? Na, jetzt habe ich mich, glaube ich, versperrt hier. Renozos macht das platt. Dinge. So, er ist gut gezielt. Das war doof. Das war gut. Ja, das war sehr gut. Einer ist verreckt. Da kann man es auch machen. Guck dich an, wie viel halt abzieht, ey. Wenn ich mir einen Renault zum Wurm treffe, dann ist das voll Instant Kill. Genau wie der T-Bokeh. Dann sieht man, Rhinozerisse sind stärker als Würmer. Weil du gehst jetzt nicht dahin und baust noch so ein Teil, ne? Warte, ich komme jetzt mit einer Granate dahin. Da muss ich die Festung mal kaputt hauen. Super. Guckt euch da an, ne, wie das Ding aussieht. Wie so einen schlechten Cartoon, ne? Meine Güte, hör auf damit. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Wir sollen jetzt schon längst vor Ende sein können, ne? So ein Dreck. Oh, hey, eine Bazooka. Auf wen gehst du? Auf Ping-Pong? Den triffst du sowieso nicht. Idiot. Du bist ein Idiot. Ein dummer Idiot. So, dich mache ich jetzt platt. Dann steht hier niemand mehr, um das Ding zu verteidigen. Mal her. Ich habe eine Granate mit deinem Namen. Eigentlich nicht, aber du weißt, wie es gemeint ist, ne? Und zack und weg bist du. War schön mit dir. Bams und weg ist er. Jetzt nur die Festung weghauen und wir haben gewonnen. Hat er ihn sogar mit einem Schlag erledigt. Super. Ja, der war nicht hart genug. War nur ein weicher Junge.
So, jetzt kommt Ping-Pong raus. Ah, feste Luft und Sonne ist nicht. So, mit welchen Massenvernichtungswaffen mache ich denn das Ding platt? Aber ich treffe gar nicht von der Entfernung. Ja, setz mal ein. Auch wenn das nichts bringt. Ja. Sehr schön. Wir springen alle sehr gut. Er geht auf den los. Boah. Nein, das Ding ist immer noch da. Die sind alle gleichzeitig gesprungen. Sehr gut. Boah, wir stehen alle in der Reihe, sehe ich gerade. So, was haben wir noch? Ja, damit treffe ich sowieso nicht. Okay, schon gehört, der prallt da wie nichts ab. Zack. Zack. So, weiter. Oh, Dance. Tanz den Wurm. Ja, noch ein Volltreffer damit und das Ding ist weg. Da muss ich mir merken, wo ich das Ding hinbaue. So. Einmal, Bams, zweimal, Bams. Du kannst den Wurm. Kolossal. Soll ich da hinten das Ding auch noch einsammeln? Keine Ahnung. So, hier vorne muss das Ding gebaut werden. Unerrichtet, sehr gut. Atemberaubend. Eine architektonische Schönheit. Von Händen errichtet, die Stärke erbaut haben. Städte erbaut haben. Meine Güte. Hände, die ihr Blut auf heiligen Boden vergossen haben. Hände, die viel zu viel gesehen haben. Wo Hände können sehen? Oh, kommen Sie zurück. Ich bin auch nicht fertig. Ich aber. Oh ja, schön. Und Bronze leckt mich. Könnt mich doch mal. Was? Klar. Boah, heute habe ich es echt, ne? Erster Controller. Erster Controller, ne? Und dann verdammte Memory Card. So. Sehr gut. Orientalischer Grabstein. Aufstieg, Niedergang, Aufstieg, was weiß ich. C-Visier. Dann machen wir die letzte orientalische Mission. Aufstieg. Die Niedergang, Aufstieg und so weiter, was auch immer. Habe ich gerade gesagt? Ja, die Mission machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Warm Swords Unterbelagerung. Entschuldigung, ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.